Hallo und herzlich willkommen zu Break, dem Infomagazin im offenen Kanal Wernigerode mit den Themen der Woche. Wir ziehen alle an einem Strang. MDR Vereinssommer kommt nach Wernigerode. Add-on Game Conference an der Hochschule Harz und neue Segel im Waldhof. Wir ziehen alle an einem Strang. MDR Vereinssommer kommt nach Wernigerode. Der Verein für krebskranke Kinder Harz e.V. ist dabei. Er ist einer von 15 Vereinen aus Deutschland, welche für den MDR-Vereinssommer ausgewählt wurden. Der Verein hat nun die Chance, für seine Vereinsarbeit 5.000 Euro zu gewinnen. Hierzu braucht er die Unterstützung der Wernigerode und ihrer Gäste. Am 12. Juli kommt der MDR mit seiner Live-Sendung von 14 bis 16.30 Uhr auf den Marktplatz nach Wernigerode. Ziel ist es, in dieser Zeit die meisten Zuschauer zu animieren. Mit Unterstützung sämtlicher Vereine aus dem Harzkreis soll ein buntes Programm auf die Beine gestellt werden, welches die Vielfalt des Harzer Vereinslebens präsentieren soll. Mal schauen, vielleicht schafft es Wernigerode sogar auf das Siegertreppchen. Darum, jede Person zählt. Lasst uns gemeinsam an einem Strang ziehen, für die Region und vor allem für alle krebskranken Kinder in der Harzregion. Am 24. Juni fand an der Hochschule Harz in Wernigerode die Add-on Game Konferenz 2017 statt. Die Add-on ist eine Konferenz für erfahrene und angehende Spieleentwickler. Mitarbeiter verschiedener Spielefirmen gaben Einblicke in ihre Arbeit und standen für Fragen zur Verfügung. Ja, hallo, herzlich willkommen zur ersten Add-on Game Konferenz in Wernigerode. Mit Peter Holzapfel, Game Director beim deutschen Entwicklerstudio Jaeger Development in Berlin. Hallo erstmal. Hi. Stell dich mal bitte vor und was machst du? Ich bin Peter Holzapfel, ich bin Game Director auf Dreadnought. Alles klar. Das ist ja ein etwas größeres Projekt. Wie lange läuft das schon? Das läuft jetzt seit 4 Jahren. Jetzt ist tatsächlich auch meinen Job langsam durch. Jetzt. Sind Sie am Anfang dazu gekommen? Tatsächlich, ja. Also es gab erste Prototypen, um nach Publishern zu suchen. Aber ich bin dann tatsächlich für einen kompletten Reset von dem Projekt dazugekommen. Also eigentlich von Anfang bis Ende dabei. Das ist ja ein Free-to-Play-Spiel. Wodurch finanziert sich das ganze Projekt? Tatsächlich momentan durch unseren Publisher. aber die Überlegung ist natürlich, dass man mit Microtransactions im Spiel dann Geld verdient. Ähnlich wie bei World of Tanks oder League of Legends oder Dota. Ich habe gesehen, bei einem Artikel wird das Spiel als World of Spaceships genannt. Inwiefern unterscheidet es sich von den World of Spielen? Die Kernthematik ist sehr, sehr anders. Also die Klassen, die wir drin haben, die Abilities, die wir drin haben, das Energiemanagement, das wir drin haben, gibt uns einfach eine ganze Menge mehr Möglichkeiten, würde ich sagen. Also das Thema bietet mehr Raum. So, wir haben am Anfang eigentlich, haben wir uns eher als den ersten Hero-Shooter, ähnlich wie Overwatch zum Beispiel, irgendwie gesehen. Also wir kommen auch eher von Team Fortress als Inspirationsquelle. Wir haben auch Respawns oft drin bei uns. Also es ist nicht, die Struktur ist in dem Fall anders. Was sich ähnlich anfühlt auf jeden Fall, wenn man drüber schreibt, sind Tiered Progression. Also dass man sich durch Tiers hocharbeitet, unterschiedliche Playstyles dadurch kriegt. Was mich noch interessieren würde als Teil des Entwicklerteams, inwiefern spielt man das Spiel selber? Wir haben es tatsächlich für eine sehr, sehr lange Zeit jeden Tag gespielt. Also, und das war aber auch Teil unseres Entwicklungsprozesses, weil wir wollten, dass wirklich jedes Teammitglied das Spiel spielt, um zu sehen, welchen Status es hat, ob es Probleme gibt, also dass jeder einfach weiß, okay, was für ein Stadion hat das Spiel eigentlich. Wie fühlt sich das an, wenn jetzt die Open Beta angefangen hat für PlayStation 4 und PC, wenn die Spieler das erste Mal, also wenn das Spiel das erste Mal auf die Online-Welt losgelassen wird und das erste Feedback von den Spielern kommt? Toll. Tatsächlich, ja. Also es ist einfach, man hat lange irgendwie was, wir haben Tests im Team gemacht, wir haben Tests mit Externen gemacht, sind auf Messen gegangen. Also wir hatten schon eine ganze Menge Feedback, bevor wir irgendwie live gegangen sind, haben das aber im Prinzip hochskaliert. Also erst kleinere Gruppen, dann
messen und dann tatsächlich rausgehen, ist dann natürlich nochmal was anderes, weil unkontrolliertes Environment, man weiß nicht irgendwie, was zurückkommt. Und dann kann man tatsächlich anfangen, mit der Community zu arbeiten, das ist schön. Alles klar, dann bedanke ich mich für das Interview und wünsche noch viel Glück für das Projekt. Dankeschön. Super. Wieso bist du heute hier? Naja, also ich fand das Event, also als ich das im Internet gesehen habe bei uns an der Hochschulseite, habe ich mich echt gefreut, weil Game Design ist halt immer schon mal was ich machen wollte. Und ich bin echt froh, dass das hier stattfindet, deswegen wollte ich auch unbedingt hier sein. Ich verspreche mir, dass ich ein paar Einblicke bekomme, wie die Entwickler arbeiten, wie das alles abläuft, wie die Zusammenhänge sind zwischen den ganzen Gewerken mit Audio und der Grafik und sowas. Sowas wünsche ich mir, dass ich da ein bisschen was erfahre und dass man vielleicht noch so einen kleinen Draht auch schon zu ein paar Unternehmen findet, das wäre ganz schön. Ich habe vor einem Tag der offenen Tür war ich auch hier, da habe ich hiervon erfahren und da war ich relativ interessiert daran, auch was die so, sprechen, über welche Themen und so weiter. Well, I'm here to give a talk. I was invited by by Dominic actually to do a talk. So my talk is going to be about game design. Ja, wegen dem, ich bin halt im Studiengang, Master, also hier Spiel- und Medienkonzeption. Und genau, weil da wir ja auch an eigenen Spielprojekten im Moment sitzen, ist natürlich immer schön, da irgendwie einen Einblick nochmal mehr in die Gamesbranche zu kriegen, ohne die Hochschule dafür verlassen zu müssen, was natürlich super ist. Na, ich studiere hier und will auch in die Medienbranche gehen und hoffe, hier wertvolle Erfahrungen sammeln zu können. Hast du irgendein Highlight, irgendeine Konferenz, die du unbedingt heute sehen möchtest? Ja, den Speaker von Ubisoft, den Game Narrator, dessen Name mir gerade leider entfallen ist. Ja. Okay. Wieso genau? Na, ich will selber vor allem in die Narration- bzw. Schreibrichtung gehen und schreibe auch Drehbücher und bin freiberuflicher Schriftsteller und deswegen interessiert mich da auf jeden Fall auch die Erfahrung von jemandem, der schon länger in der Branche ist. Ja. Naja, also ich wäre halt auch gern nachher bei Ubisoft dabei, aber ich muss daher arbeiten, deswegen muss ich leider abbauen. Das ist ein bisschen schade, aber ja, so ein bestimmtes Highlight habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Aber ich werde alles sehen. Also ich freue mich auch sehr auf Ubisoft. Ich spiele sehr gerne Ubisoft-Spiele und da freue ich mich einfach drauf. Nee, eigentlich nicht wirklich. Also ich will so ein bisschen durchgucken und mal gucken, was mich so am meisten abholt und interessiert. Nee, eigentlich nicht wirklich so spezifisch. Ich muss auch zugeben, ich habe mir das Programm vorher nicht wirklich durchgeschaut. Ich wusste, da kommen ein paar Leute aus der Industrie und die erzählen was und sowas ist immer interessant als Student. Wie findest du eigentlich die Gaming-Branche in Deutschland? Meinst du, da kann man auf jeden Fall noch viel machen oder meinst du, es gibt da genug schon? Nee, das ist eine gute Frage. Ich denke, das ist noch immer was Wachspotenzial hat. Also da kann noch mehr kommen, wird auch bestimmt noch größer. Ob da in näherer Zukunft bereits irgendwie ein Limit erreicht wird, ist schwer zu sagen, aber definitiv, also das ist was weiter wächst, meiner Meinung nach. Also sie entwickelt sich auf jeden Fall. Da ich gerade selber auch Neueinsteiger bin in der Branche, fällt es jetzt ein bisschen schwer, das in einem längerfristigen Kontext zu sehen, aber denke ich auf jeden Fall ist auf einem positiven Weg. Also jetzt mal eine Witz, das einzige deutsche Entwicklerstudio, das ich bis jetzt kannte, war Deck 13, also Jäger, das habe ich jetzt gerade zum ersten Mal gehört und ich denke mal schon, dass man da in der deutschen Szene ein bisschen was ausbauen könnte, weil mir fallen jetzt auch auf Anhieb keine großen deutschen Titel ein, außer das erste Far Cry und deshalb. Tell us what you are presenting today. So it's going to be game design in general, and depending on the audience, we'll get a bit more into detail, but it's more like an overview game design. What do we expect of designers in general in the industry? Neue Segel im Waldhof Bad Wernigerode gesetzt. Ein blaues Sonnensegel mit karibischem Flair überdacht seit wenigen Tagen das halbe Kinderplanschbecken im Freibad Waldhof Bad Wernigerode. Das neue Schutzdach ist auf Anfrage von Eltern realisiert worden und soll künftig die Kleinen vor der massiven Sonneneinstrahlung schützen. Ralf Schult, Sachgebietsleiter der städtischen Badeanlagen in Wernigerode, ließ zudem eine Matschspielecke bauen. Die Spielstrecke beginnt mit einem Elefanten, dessen Schwanz als Pumpe fungiert. Je nachdem, wie man dreht, wird das Wasser dann links und rechts durch Wipperinnen auf Sandtische weitergeleitet. Es ist durchaus möglich, dass die Matschspielecke in den nächsten Jahren um einige Elemente erweitert wird. So gemeinsam für die Natur im Nationalpark Harz.
Kurz vor Ende des Schuljahres führten die Sozialtage des Landschulheims Grovesmühle die Schülerinnen und Schüler hinaus ins Arbeitsleben. Die Klasse 6a besuchte in diesem Rahmen am 20. und 21. Juni den Nationalpark Harz, um bei der Arbeit mit anzupacken. Sie waren nicht allein, denn am zweiten Tag ihres Arbeitseinsatzes wurden sie unterstützt von erwachsenen Menschen mit Behinderung, die im Nationalpark Harz regelmäßig bei verschiedenen Tätigkeiten mitwirken. An einem Bachlauf werden junge Fichten entfernt, um der Entwicklung der Laubbäume und damit eine natürliche Vegetation auf die Sprünge zu helfen. Angeleitet wurden die fleißigen Helfer durch Forstwirte des Jugendwaldheims Brunnenbachsmühle, einer Bildungseinrichtung des Nationalpark Harz. Auch wenn sich die Wege am Ende des Arbeitstages wieder trennten, ein Teil des Bachlaufes hat ein neues und Aussehen und damit etwas ökologisch Bleibendes erhalten. Bleiben werden sicherlich auch die Eindrücke und Erfahrungen aller Teilnehmer. Sommerschule am Fachbereich Automatisierung und Informatik der Hochschule Harz. In den Sommerferien können Schülerinnen und Schüler am Fachbereich Automatisierung und Informatik der Hochschule Harz ihr Technikwissen erweitern und das Wernigeröder Studentenleben testen. Vom 31. Juli bis 3. August bietet die Sommerschule neben Informationen zu den Bachelorstudiengängen spannende Experimente, Laborbesuche und ein studentisches Rahmenprogramm. Das Angebot ist breit gefächert. Die Schülerinnen und Schüler bringen Lego-Robotern das Laufen bei und begeben sich auf die Spur des Lichts. Außerdem üben sie sich im Löten und erfahren, wie Hackerarbeiten und Computerspiele entstehen. Die Sommerschule vermittelt Wissen spielerisch und unterhaltsam. Das ist nicht nur was für Technikfans. Praktische Experimente, Workshops, Laborbesuche und Einblicke in den Campusalltag machen aus 3 Tagen ein möglicherweise zukunftsweisendes Erlebnis. Anmeldungen sind bis zum 14. Juli möglich. Wenn eine Unterbringung vor Ort benötigt wird, fällt eine Selbstbeteiligung an, die auch Fahrtkosten abdeckt. Ohne Unterbringung ist die Teilnahme kostenfrei. Alle weiteren Kosten, zum Beispiel für Verpflegung und Nachmittagsveranstaltungen, werden übernommen. Zusätzliche Informationen, auch zur Anmeldung sowie Impressionen vergangener Veranstaltungen, sind unter der eingeblendeten Webseite zu finden. Am letzten Wochenende gaben sie im Harz auf vielen Straßen wieder den Ton an. Oldtimer aus ganz Deutschland trafen sich zur 10. Wernigeröder Rathausrallye in der bunten Stadt im Harz. Sehen Sie einige Impressionen.
Sommerfest im Erlebniswald Ilsetal. Am 15. Juli findet im Erlebniswald Ilsetal, dem Kletterpark in Ilsenburg, ein kleines Sommerfest statt. Anlässlich der Fertigstellung des Schwarzen Parcours im letzten Jahr und des Sommerfests zur Einweihung haben die Betreiber ein überaus positives Feedback von ihren Gästen erhalten. Nun wollen sie die Gelegenheit nutzen und eine neue Erweiterung des Parks mit einem zweiten Sommerfest feiern. Untermalt wird dieses Event wieder mit Musik. Sommerfest in der Glasmanufaktur Harzkristall. Am 23. Juli feiert die Glasmanufaktur Harzkristall in Derenburg wieder ihr großes Sommerfest. Zaubermeister Mr. Lu und seine Assistentin Anke präsentieren ein spannendes Tagesprogramm für Jung und Alt. Dazu gehören außer Zauberei auch Live-Musik und eine große Tombola. Die Einnahmen der Tombola gehen zugunsten der Kinderkrebsklinik Wernigerode. Die Musical Night 2017. Am 22. Juli ab 20 Uhr werden die Gäste in die Welt dieser Musicals entführt. Auf der wohl schönsten Naturbühne Deutschlands, dem Harzer Bergtheater Thale, erklingen weltbekannte Hits, wunderschöne Melodien und Musicalstimmen gepaart mit den herrlichen Klängen der Liveband Night Support and Friends. Weitere Informationen erhalten Sie unter der eingeblendeten Telefonnummer. Das war's auch schon wieder mit Break. Ich gebe nun ab zum Wetter.